Wir gehen noch Drossel. Geht es ja mit Sitza Zürich steht mit einem Punkt in der Abstiegsrunde. Da sind noch zwei Spiele und es fehlen drei Punkte auf den zweitletzten, auf den dritten Platz. Und zwar ist das der direkte Konkurrent, der Gegner vom kommenden Samstag, der HV Herzogenbuchsee. Ist das also ein bisschen das Spiel von der letzten Chance, das am Samstag auf uns zukommt? Ja, gut, grundsätzlich Tabelle lügt nicht. Klare Situation oder eine klare Ausgangsposition. Verlieren wir das Spiel, dann sind wir definitiv dann auch der Letzte in der Runde. Wenn wir das Spiel gewinnen, würden wir uns die Chance eröffnen, gegen Winterthur ein Finalspiel zu haben für uns. Das sollte das Ziel oder muss das Ziel sein. Sicherlich in den letzten beiden Spielen nicht so gut gespielt. Das wollen wir einfach auch umkehren. Du sprichst es an, die Leistungen in den letzten beiden Matchen haben einen sehr positiven Trend in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen abgestoppt. An wo ist es gelegen? Ich denke, das ist ein bisschen vielschichtiger. Erster Punkt ist sicherlich, dass wir ein sehr, sehr junges Team haben. Man kann es nur wiederholen und die Erfahrung da einfach auch noch fehlt. Die meisten der Spieler waren noch nicht in solch einer Situation, wo es dann einfach nur noch Hop- oder Top-Spiele gibt. Und das hemmt sie vielleicht auch ein Stück weit. Und die Einstellung ist da, aber wir kriegen es einfach nicht auf die Platte. Und das muss das Ziel sein. Ich denke, wir haben jetzt einen Gegner, wo wir es in der Auf- und Abstiegsrunde schon bewiesen haben. Auch die Spiele in der Qualifikationsrunde gegen Herzogenbuchsee waren, auch wenn nicht vom Ergebnis, aber von der Spielerei her immer ansehnlich. Und da gilt es einfach jetzt auch anzusetzen. Und dass wir das dann das Unmögliche möglich machen und uns in diese Position bringen, eben das Finalspiel. Du hast es gesagt, man hat gegen HVH diese Saison noch nicht gewinnen. Punkte hat man geholt gegen HSC Kreuzlingen und gegen Rot-Weiss Thun. Was braucht es jetzt oder wie geht ihr das Spiel jetzt am Samstag? Gibt es da noch technische Finesse, die du verraten kannst? Also grundsätzlich, wir machen unseren Weg und es geht darum, die Leistung auf die Platte zu bringen, die im Training schon angeboten wird. Die Trainingsleistung, da kann ich in der gesamten Zeit ab Januar recht zufrieden mit sein. Dass wir nicht zaubern können, Hans Hurimann und ich, das ist auch klar. Wir können arbeiten und das braucht Zeit und das war ja auch das, was ich immer gesagt habe, das könnte uns am Ende vielleicht ausgehen, die Zeit. Und jetzt müssen wir und jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr, jetzt gibt es einfach nur noch Vollgas und schauen, dass wir es irgendwie gebogen bekommen. Kannst du etwas sagen zu der personellen Situation? Alessio Reiner ist die Woche, glaube ich, im Training mit dabei, kann sie am Wochenende spielen und wie sieht es sonst personell aus in der Vollständen? Also grundsätzlich, Alessia ist ja über die Woche nie bei uns, ist ja in Farm in der Akademie. Sie hat, finde ich, einen riesen Einstand in der Nazi gemacht, kackfrech aufgespielt und das ist wiederum ein Ausweis unserer Jugendarbeit, dass eine Spielerin in dem Alter schon die Chance und das Vertrauen auch vom Nationaltrainer bekommt. Von daher denke ich mal, wird da eine sehr gut gestimmte und fröhliche Alessia Reiner am Freitag im Training auftauchen. Dann ist es so, dass wir bis auf Thea Dolci alle mit an Bord haben wir als Trainerteam noch schauen werden, wen wir denn dann tatsächlich mitnehmen, weil wir möchten auch nicht unbedingt die Bank komplett voll machen, weil es ist dann immer wieder mit Problemen behaftet und die wollen wir damit rausnehmen, sodass wir, ich denke, mit 14, 15 Leuten gehen werden. Entscheidung dahingehend ist aber noch nicht gefällt, wie wir es angehen. Ja, hoffen wir das Beste, dass die Entscheidung, die das Trainerduo Drossel-Furimann fällt, dass die richtig ist, dass es einen Sieg gibt. Am Samstag um 6 Uhr geht es los auf handballtv.ch. Gerno Drossel, danke fürs Gespräch und viel Glück am Samstag. Dankeschön und bitte alle einschalten und Däumchen halten. Danke, bis dann. Ciao. Angie Zürni, Gernot Drossel, dein Trainer, hat mir vorher im Interview gerade gesagt, eben so, die letzten Spiele war ja nicht so zufrieden gewesen mit dem Team, die Einstellung hat nicht so gepasst. Und jetzt geht es am Samstag gegen HV Herzogenbuchsee. Ein mega wichtiges Spiel, ein ganz entscheidendes, weil wenn wir das Spiel nicht gönnt, dann haben wir keine Chance mehr auf,
den dritten oder den zweiten Rang zu erreichen in dieser Abstiegsrunde. Wie gehst du persönlich an das Spiel an? Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man von Anfang an den Zugriff gerade in der Deckung findet, dass wir uns dort auch gut darauf vorbereitet, nochmal Videostudium machen und dann die entscheidenden Spieler von Anfang an hart angehen. Sind die Spiele, die letzten zwei Matches, die ja wirklich nicht so gut gelaufen sind, sind die noch im Kopf? Ja, sie sind so passiv präsent. Man hat sie verarbeitet, wir haben auch darüber geredet. Ich glaube, wir haben Fehler analysiert und jetzt geht es darum, zum Führen zu schauen. Wir kommen gerade aus einer Videosession. Kannst du ein Geheimnis verraten? Haben wir eine Schwäche entdeckt beim HVH? Ich glaube, jede Mannschaft hat ihre Schwäche und wir probieren die natürlich dann auszunutzen am Samstag. Wie bist du selber mit deiner Saison im Moment zufrieden? Der GC als Team hat zwar sag jetzt mal, eine gute Steigerung in den letzten Wochen und Monaten gezeigt. Trotzdem, man ist halt auf dem letzten Platz. Wie läuft es dir persönlich? Was nimmst du mit aus dieser Saison bisher? Ja, ich bin aus einer langen Verletzung gekommen. Darum bin ich zuerst mal froh, dass ich gesund bin und habe Freude am Handballspielen. Am Schluss ist natürlich wichtig, dass das Team Punkte holt. Und da greifen wir jetzt nochmal voll an, denke ich. Für dich persönlich endet ja Ende Saison auch ein bisschen RAB GCA mit Sizia. Du wechselst zu Rot-Weiss Thun. Wie ist eigentlich der Entscheid standgekommen? Warum verlässt du uns? Ja, ich glaube, es ist lässig, um mal etwas Neues zu sehen. Es passt gut zusammen mit meinem Studium, das ich in Freiburg weiterführen werde. Und ich freue mich auf eine neue Herausforderung. Jetzt kann man sagen, ja gut, ganz böse dürfen wir da nicht sein, weil Rot-Weiss Thun holen wir sicher nicht mehr in diese Saison. Die sind schon ein bisschen weit weg in dieser Abstiegsrunde. Ist es aber auch ein Entscheid? Thun hat in den letzten 7 Jahren immer die Finalrunde erreicht. Ist der Entscheid auch in die Richtung gefallen, dass es bei einer Mannschaft, die in den letzten Jahren besser gespielt hat, das GC, dass es dort weitergeht für dich? Ja, ich denke, es ist natürlich immer lässig, auch einen Schritt in der sportlichen Richtung in Richtung Erfolg zu machen. Ich wünsche GC alles Gute und ich hoffe auch, dass es da mehr in Richtung Finalrunde geht in Zukunft. Dann hoffen wir jetzt erstmal auf Erfolg in der Abstiegsrunde und vielleicht auch in der Finalrunde-Teilnahme nächstes Jahr. Am besten gegen Thun und dann sehen wir uns wieder. Ich wünsche viel Erfolg. Danke. Erstens am Samstag und dann natürlich auch in der Zukunft. Danke vielmals.